Auf der Karte Russlands, im nordwestlichen Teil der Altai-Region, auf den endlosen Weiten der Kulundar-Steppe, kann man einen ungewöhnlichen Namen der Siedlung finden: Halbstadt. Das Dorf Halbstadt, das aus dem Deutschen als Hälfte der Stadt übersetzt wird, ist das Verwaltungszentrum des Deutschen Nationalkreises, zu dem noch 15 weitere Dörfer gehören. Die Bevölkerung des Kreises beträgt etwas weniger als 16.000 Menschen, von denen etwa ein Drittel Russlanddeutsche sind. Wer zum ersten Mal hierher kommt, nennt den deutschen Nationalkreis kleines Deutschland. Breite Straßen, schöne große Häuser, Designerhöfe, Blumenbeete, Ordnung. All dies führt zu Assoziationen mit einem sauberen und gemütlichen Deutschland. Sehr geehrte Landsleute, Bewohner unseres deutschen Nationalkreises. In diesem Jahr wird unser Kreis 30 Jahre alt. Es entwickelt sich dank unserer schöpferischen Arbeit, der Arbeit jedes Bewohners des Kreises. Wir alle tragen zur Entwicklung unseres Gebietes, zu seinem stabilen Wohlstand und zu seiner Zukunft bei. Wir pflegen und schätzen die neuen Traditionen, die heute von unseren Jugendlichen gelegt werden. Aber wir schätzen auch die Alttraditionen, die von unseren Vorfahren gelegt wurden. Die Deutschen kamen zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den Altai. Sie waren hauptsächlich Bergbauingenieure. Und seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde Westsibirien zum Ort der Umsiedlung auf unbewohnte, unberührte Länder, Mengen von Bauern aus dem europäischen Russland. Darunter waren auch deutsche Einwanderer aus Deutschland, Niederlande, Österreich. Die Umsiedlung von Kolonisten aus dem Westen Russlands in die Kulundar-Steppe begann 1890 mit der Bildung deutscher Siedlungen Schönfeld und Pozosnowa, gegründet von lutherischen Siedlern aus der Wolga-Region. Die ersten Siedler im Dorf Pozosnowa erschienen im Jahre 1892. Dieses Jahr gilt als Gründungsjahr des Dorfes Pozosnowa. Das Dorf Pozosnowa ist eines der ältesten deutschen Siedlungen nicht nur im deutschen Nationalkreis, sondern auch im Altai. Und die ersten Siedler zogen von der Wolga hierher und reisten zuerst 25 Wochen mit Gastenwagen auf Pferdekarren an diesen Ort. Zuerst kamen 5 Familien an. Und dann kamen von Jahr zu Jahr weitere hinzu. Sie hielten in der Nähe eines Kiefernwaldes an, weil es überall Steppe gab und hier ein kleiner Kiefernwald ist. Sie mögen sehr diesen Ort und die umliegenden Bewohner nannten sie Pozosnovce. Deutsche Kolonisten leben seit über 100 Jahren in der Kulundar-Steppe. Die erste Welle der Massenansiedlung von Deutschen fand in den Jahren 1908-1910 statt. Für neue deutsche Siedlungen in der Kulundar-Steppe stellte Nikolaus II. 60.000 Desetinen Kabinettsland kostenlos zur Verfügung. Bis Oktober 1927 lebten im Bezirk Slawgorod der sibirischen Region mehr als 12.000 Menschen. Damals wurde aus 57 deutschen Siedlungen der Deutsche Nationalkreis mit dem Verwaltungszentrum im Dorf Halbstadt gegründet. Aber der Kreis existierte nicht lange, nur 10 Jahre. Im Jahre 1937 wurde er als künstlich geschaffen, abgeschafft. Wieder aufgebaut wurde er im Jahre 1991, aber bereits bestehend aus 16 Siedlungen. Der Verordnung über die Wiederherstellung war eine Volksabstimmung vorausgegangen, in der sich etwa 80% der Einwohner für die Wiedererrichtung des Gebietes ausgesprochen haben. Trotzdem reisten die Russlanddeutschen massiv nach Deutschland. Im Laufe der Zeit wurde dieser Prozess dank der aktiven Unterstützung von der Regierungen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland gestoppt. Heute wird der Entwicklung des Kreises, dem Erreichen von Fortschritten der Wirtschaft, der kulturellen und nationalen Wiederaufleben viel Aufmerksamkeit gewidmet. Eine wichtige Rolle spielen dabei die nationale kulturelle Autonomie und die Stiftung zur Unterstützung der ethnischen Deutschen Altai. Die Stiftung besteht aus 2 Tochterunternehmen, bei denen es sich um Handelsunternehmen handelt. Sie verdienen Geld. Sie sind unsere Wohnungsgesellschaften Halbstadt und die Entwicklungsgesellschaft Novosibirsk. Die Stiftung selbst ist eine gemeinnützige Organisation.
Sie engagiert sich für die Unterstützung von Sozialprogrammen im deutschen Nationalkreis, sowie auch Sport, Kultur und allgemein in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Stiftung hat ein Programm, das die individuellen landwirtschaftlichen Kleinbetriebe unterstützt. Wir vergeben auch Kredite für den Kauf von Wohnungen, die Renovierung von Häusern, den aktuellen Bedarf, die medizinische Behandlung und die Ausbildung. Die lokale nationalkulturelle Autonomie befasst sich hauptsächlich mit Fragen der Kultur, Bildung und Sprache. Wir haben ein Kultur- und Geschäftszentrum im Altai-Region. Er muss hier im Altai und in der Bundesrepublik Deutschland Verbindungen zwischen Geschäftspartnern herstellen. Das sind so weitreichende Ziele. Nun, wir unterstützen die Landwirtschaftsbewegung hier vor Ort. Auf Kosten des Fonds unterstützen wir die Landwirte finanziell. Zu einem geringen Prozentsatz haben die Landwirte die Möglichkeit, Kredite in der Stiftung zu erhalten. Die Landwirtschaft ist der führende und wichtigste Wirtschaftszweig des Deutschen Nationalkreises. Die Gesamtfläche des Kulturlandes beträgt mehr als 104.000 Hektar. Trotz nicht der günstigsten klimatischen Bedingungen und des völligen Fehlens natürlicher Stauseen, Weiden und Heufelder kann der Kreis im Bereich der Landwirtschaft eine führende Position in der Region einnehmen. Die Einhaltung der Fruchtfolge, die Erneuerung des Saatgutfonds, die wirksame Arbeit mit der organischen und mineralischen Düngemitteln sowie die technische Umrüstung und Erneuerung der Maschinen und Traktoren sorgen für die stetig wachsende Ertragsraten bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Mit der Unterstützung des Gouverneurs der Altai-Region sowie des Landwirtschaftsministeriums erhielt die Landwirtschaftsbewegung Beistand. Heute sind 3 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 28 Bauernhöfe, 3 Einzelunternehmer erfolgreich auf dem Gebiet des Nationalkreises tätig. Es wurde eine landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Agrostart gegründet, zu der 9 Bauernhöfe gehören. Die Anzahl der Rinder beträgt mehr als 16.000 Köpfe. Auf dem Territorium des Kreises gibt es 2 Zuchtbetriebe, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Rassenzuchtbetrieb Stipnoi und Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Rassenzuchtbetrieb Kirov-Kolchose. Wir haben beschlossen, das Viehbestand, das wir heute haben, zu behalten. Wir haben Schweine, Jungvieh, Rinder. Jedes Jahr wächst der Viehbestand. Die Verarbeitung entwickelt sich. Butterproduktion, Milch und Fleischproduktion. Wenn Besucher aus Deutschland kommen, bereiten wir für sie etwas aus Fleisch zu. Und sie meinen, es ist mit ihrem Fleisch nicht zu vergleichen. Unsere Fleischprodukte sind viel besser. Traditionell ist der Deutsche Nationalkreis für seine Käse, Wurst und Fleischwaren bekannt. Das Markenzeichen des Kreises sind die Produkte der Firma Brücki GmbH. Das Unternehmen baut jedes Jahr seine Produktion aus und behält dabei seine traditionellen Rezepturen bei. Achtet auf die Qualität der Produktion, legt großen Wert auf die Modernisierung. Heute sind die Anforderungen sehr groß. Deshalb mussten wir das Labor vergrößern und neue Labortechnik installieren. Wir halten uns an die komplette Technologie, die uns Deutschland einmal geliefert hat. Nach deutschen Rezepten hergestellte Wurst wurde zur Marke des Deutschen Nationalkreises. Brücke unterstützt auch ernsthaft die Agrarproduzenten des Gebiets und führt den Einkauf der landwirtschaftlichen Produktion im Gebiet zu günstigen Bedingungen durch. Einen Teil der Milch liefern wir an Brücke und bis zu 3 Tonnen verarbeiten wir bei uns selbst. Ausgehend von Bedürfnissen der Bevölkerung. Weit über die Grenzen der Region hinaus sind Fleisch- und Milchprodukte landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaft Rassenzuchtbetrieb Kirov-Kolchose bekannt. In der Molkerei produzieren wir Joghurt, Desserts, Eis, Käse und Butter. Aus Produktion des Pflanzenbaues pressen wir Öl, machen Halva, backen Brot, stellen verschiedene Wurstsorten her. Hochwertige Naturprodukte, die von Unternehmen des Deutschen Nationalkreises hergestellt werden, können nicht nur auf dem Territorium der Altai-Region, sondern auch in großen föderalen Handelsketten in den Städten Novosibirsk, Wladiwostok, Tomsk und Kemerovo gekauft werden. Besonders beliebt in der Region und darüber hinaus ist die Produktion der Podsosnova Brauerei. Es ist ein einzigartiger Betrieb mit mehr als 30-jähriger Geschichte. Alle Getränke werden nach nationalen russischen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen aus ökologischen Rohstoffen unter Verwendung klassischer Technologien hergestellt. Das Unternehmen entwickelt sich aktiv und kommt in neue Absatzmärkte. Das Angebot an alkoholfreien Getränken wächst stetig und die Qualität bleibt mangelfrei.
Die vorrangige Aufgabe der Entwicklung des Kreises ist die Erhaltung der Gesundheit und des Lebens der Bevölkerung. Im Rahmen des Projektes Demografie wurde die Rekonstruktion der Kinderabteilung der Poliklinik des Dorfes Halbstadt durchgeführt und moderne Hightech-Einrichtungen installiert, die eine erhebliche Verbesserung der medizinischen Versorgung, rechtzeitige Diagnose und Behandlung ermöglicht. Der Kreis ist groß. Es gibt sehr viele Familien mit Kindern, auch sehr viele große Familien. Ich möchte, dass hier natürlich Spezialisten ankommen. Wir warten sehr auf Fachärzte, weil sie uns fehlen. Die Probleme des Personalmangels in medizinischen Organisationen sowie die Sicherstellung der Verfügbarkeit medizinischer Dienstleistungen für die Bevölkerung des Kreises werden im Rahmen des nationalen Gesundheitsprojekts erfolgreich gelöst. Eine besondere Aufmerksamkeit im Deutschen Nationalkreis wird auf der Entwicklung des Sports gewidmet. In allen Dörfern des Kreises gibt es moderne Sportplätze. Kinder sind in Sportvereinen aktiv, nehmen an Sportveranstaltungen teil. Heute befindet sich in unserem Kreis die Jugendsportschule, wo wir 5 Sportarten betreiben: Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Tischtennis und Fußball. Im Rahmen des Kultur- und Sportfestivals für Jugendliche findet jedes Jahr eine Kreisolympiade in 15 Sportarten statt. Das Team des Kreises nimmt auch an der regionalen Spartakiade der selbstorganisierenden Russlanddeutschen teil. Jedes Jahr finden bei uns sehr viele Sportveranstaltungen statt. Es ist eine Spartakiade von Schülern. Kinder nehmen an regionalen Wettbewerben in verschiedenen Sportarten teil, wo wir auch sehr hohe Plätze einnehmen. Wir veranstalten auch Sportwettkämpfe unter Rentnern. Der Sportplatz zur Vorbereitung und Prüfung der Bevölkerung nach den Normen des russischen Körperkultur- und Sportkomplexes GTO steht nicht still. Sport- und Technikausrüstung wurde im Rahmen des föderalen Projekts Sport ist die Norm des Lebens installiert. Ein wesentlicher Teil der Kräfte und Ressourcen in dem Kreis ist nicht nur auf die Gewährleistung der körperlichen Gesundheit der Bevölkerung gerichtet, sondern auch auf die Bildung und erfolgreiche Entwicklung der jüngeren Generation, die Schaffung von Bedingungen für die Erlangung neuer, relevanter Erkenntnisse und die Wahrung der Traditionen und der Sprache der Russlanddeutschen. Im Bildungssystem des deutschen Landkreises wird ein Programm zum frühzeitigen Erlernen der deutschen Sprache eingesetzt. Unsere Kinder lernen schon in dem Kindergarten Deutsch und lernen die Sprache dann in der Schule weiter. Den Deutschlehrern mit Unterstützung des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur ist es gelungen, eine Kontinuität im Deutschunterricht im jungen Alter zu schaffen. Die Pädagogen vermitteln nicht nur Kenntnisse, sondern stellen den Kindern auch die Kultur, Traditionen und Bräuche der Russlanddeutschen und des Landes der zu lernenden Sprache vor. Was passt zusammen? So, bitte, wer beginnt? Maxim, geh zur Tasse, bitte. Dankeschön. Ich bin selbst eine Russlanddeutsche und ich mag die Tatsache sehr, dass in unserem Kreis die Traditionen der Russlanddeutschen sorgfältig bewahrt werden. Die Traditionen ihrer Vorfahren. Meinen Schülern, deren Vorfahren ebenfalls Russlanddeutsche waren, erzähle ich viel darüber im Unterricht. Ich möchte wirklich, dass sie die Traditionen, das Leben und die Kultur ihrer Vorfahren weiterhin sorgfältig bewahren und die Geschichte und Bräuche an ihre zukünftigen Generationen weitergeben. In den allgemeinbildenden Bildungseinrichtungen des Kreises arbeiten mehr als 200 Lehrkräfte, von denen 10% junge Fachkräfte sind. Alle sind aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von außerschulischen Aktivitäten beteiligt, um das Schulleben der Schüler interessanter und spannender zu gestalten. Mit der Unterstützung unserer ständigen Partner, des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur, werden viele Aktivitäten durchgeführt, deren Ziel ist, die deutsche Sprache und die Kultur der Russlanddeutschen zu stärken und popularisieren. Zu den Hauptveranstaltungen gehören die Veranstaltung Feuervogel, die Jugendplenarsitzung, das Jugendfestival und die Humboldt-Lesungen. Es sind lehrreiche, wissenschaftliche Programme, bei denen Kinder Deutsch lernen, sowie die Kultur der Russlanddeutschen kennenlernen. Außerdem wird mit Unterstützung des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur eine Kindergesundheitskampagne durchgeführt, bei der Kinder auch in den Ferien Deutsch lernen, die Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen erlernen. Bis zum Ende der 9. Klasse wissen viele Schüler bereits, als was sie arbeiten möchten. Deshalb gehen sie an Halbstädter Berufsschule, um einen Beruf zu erlernen und eventuell später an der Universität zu studieren.
Die Auszubildenden machen ein Praktikum in den Betrieben und Organisationen des Landkreises sowie in dem Lehrbetrieb der Berufsschule. Für Auszubildende gibt es eine Herberge und es sind kostenlose Mahlzeiten in der Kantine organisiert. Der Deutsche Nationalkreis arbeitet eng mit dem Internationalen Verband der Deutschen Kultur zusammen. In dem Kreis gibt es 12 Zentren der Deutschen Kultur, deren Hauptzweck darin besteht, die Sprache, Kultur, Bräuche und Traditionen der Russlanddeutschen zu bewahren. Das Dorf hat ein Zentrum deutscher Kultur, Edelweiß. Am Wochenende treffen sich dort die Kinder. Sie lernen die Sprache, tanzen deutsche Tänze, sie singen auf Deutsch und sie nehmen auch an verschiedenen Sprachwettbewerben teil. Unsere Kinder sind bereits zum kulturellen Austausch nach Deutschland gereist und zu uns sind Kinder aus Deutschland gekommen. Sie kommunizieren, nehmen an verschiedenen Festivals teil, die vom IVDK veranstaltet werden. Seit mehreren Jahrzehnten in Folge wird der Deutsche Nationalkreis vom Volkslaien-Ensemble der Altai-Region, Ensemble des deutschen Liedes Morgenrot, verherrlicht. Diese Band ist natürlich das Markenzeichen unseres Dorfes und unseres Kreises. Sie fahren mit Touren, sie sind auch weit außerhalb der Region bekannt. Ein echtes Juwel des Deutschen Nationalkreises ist die Limarev-Kinderkunstschule. Jährlich werden hier mehr als 300 Schüler in den Bereichen Klavier, Volksinstrumente, Gesang und choreografische Kunst unterrichtet. Beginnen wir mit der Verbeugung, wie immer mit Musik. Unsere Kinder nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil, lokalen, kreislichen, zonalen, interregionalen und regionalen. Wir arbeiten eng mit dem Internationalen Verband der Deutschen Kultur zusammen. Für hohe Leistung und gute Ergebnisse wurde unsere Schule gemäß dem nationalen Projekt Kultur mit so einem wunderbaren Instrument, Michael Glinka, ausgezeichnet. Mit viel Lust und Eifer besuchen die Kinder Kunsthandwerk und Malkunstunterricht. Der Unterricht wird von talentierten, engagierten Pädagogen durchgeführt, deren größte Belohnung die Erfolge ihrer Schüler sind. Es gibt Absolventen, die Kunsthochschulen und Hochschulen absolviert haben. Einige von ihnen unterrichten, einige beschäftigen sich hier in Russland mit Design. Aber es gibt schon welche in Deutschland, die ausgewandert sind und dort weitergemacht haben. Seit der Gründung des Kreises hat der Internationale Verband der Deutschen Kultur die ethnokulturelle Wiederbelebung und Bewahrung der Sprache und Traditionen der Russlanddeutschen aktiv unterstützt. Die Hauptveranstaltung ist bei uns das Festival, das unter Beteiligung aller Zentren der deutschen Kultur stattfindet. Wir haben in jedem großen Dorf ein eigenes Zentrum. Sie bereiten ihre Darbietung vor. Es sind Tänze, Gedichte, Lieder auf Deutsch. Und am Ende des Jahres veranstalten wir ein Festival, bei dem jeder zeigt, was im Laufe des Jahres erreicht hat. Besonders erfreuend ist der sorgfältige Umgang mit den Dialekten, weshalb junge Russlanddeutsche sich oft für ihren Treffpunkt im Deutschen Nationalkreis entscheiden. Sich mit Familien treffen, das nationale Dorf durchführen, das kulturelle Erbe und die harte Arbeit der Vorfahren mit Steppenluft einatmen. Die Küche der Russlanddeutschen ist seit Jahrhunderten ein beständiges Element der Kultur und nationalen Identität. Die Einheimischen kochen gerne Eisbein mit Sauerkraut, Riebelsuppe, Nudelsuppe, die verschiedensten Kuchen, Strudel und natürlich Krebel. Dies ist eigentlich ein Bauerngericht. Es wurde oft in der Familie zubereitet. Sauermilch, ein Löffel Sauerrahm, Backsoda, ein Ei und Mehl. Das Öl wird auf dem Herd erwärmt. Wir verteilen den Teig, streuen etwas Mehl darüber und rollen ihn mit einer Teigrolle aus. Der Teig wird in Streifen geschnitten. Und das ist traditionell. Für die Kinder machten wir alle möglichen Tiere aus dem Teig.
Wir geben es in heißes Öl. Es sollte genug Öl vorhanden sein, damit sie schwimmen können. Jetzt werden Sie sehen, wie sie schweben und goldgelb rösten. Nehmen wir an, dass wir für Kinder solche Knöpfe gemacht haben. So wurde es ausgedrückt und zwei Schnitte gemacht, dann gebraten. Ich werde so einen großen Knopf haben. Oder ein Igel wie dieser. Sie können ihn immer noch halbieren und schneiden. Solche Schnitte machen? Wenn er gebraten ist, wird er wie Igel aussehen. So, was haben wir da? Nein, es ist noch zu früh. Traditionelles deutsches Gebäck wurde mit schwarzem Nachtschatten oder Physalis gebacken, die auf Plattdeutsch Juneberry genannt werden. Hier sind sie sehr lecker. Aus ihnen wurde ein offener Kuchen gebacken, aber erst im Herbst. Zu Weihnachten wurde eine Gans im Ofen zubereitet. Es schmeckte ganz anders. Ansonsten hat bei uns zu Hause immer Großmutter am 25. Dezember die Lebkuchen gebacken. Und abends wurde ein Teller unter dem Weihnachtsbaum gestellt und wir mussten auf den Weihnachtsmann warten. Und obwohl wir gewartet haben, sind wir trotzdem eingeschlafen. Am Morgen gab es Lebkuchen. Sie waren rosa. Ich erinnere mich, dass sie rosa waren. Der Teig war rosafarbig. Und zu Ostern hat Großmutter auch Eier bemalt. Aber wir haben nicht daran teilgenommen. Ich kann mich nicht erinnern. Es war alles eine Überraschung. Guten Appetit! Um die Kultur, Traditionen und Bräuche der Russlanddeutschen zu bewahren, wurden im Rahmen des Unterstützungsprogramms für die Russlanddeutschen in der Russischen Föderation mit Unterstützung des Internationalen Verbandes der Deutschen Kultur ein überörtliches Geschichtsmuseum des Deutschen Nationalkreises sowie 10 Museumsräume geschaffen. Der gesamte Museumsfonds umfasst mehr als 11.000 Exponate, von denen jedes auf eine oder andere Weise mit der Geschichte der Russlanddeutschen verbunden ist. Hier werden Alltagsgegenstände, konfessionelle Gegenstände, Kleidung der ersten Einwanderer, Bücher, Musikinstrumente gesammelt. Es wird angenommen, dass es irgendwo zwischen 120 und 140 Jahre alt ist. Es war aus Deutschland importiert. Dieses Exponat ist eine Seltenheit, aber völlig schwer. Kinder können es berühren, anschauen und anhören. Die Dorfmuseen des Landkreises sind heute ein wichtiger Teil des virtuellen Museums der Russlanddeutschen. Seltene alte Fotos und Dokumente ermöglichen es ihnen, die Geschichte der Umsiedlung der Deutschen nach Russland und Sibirien näher kennenzulernen und zu sehen, wie das Leben der Umsiedler war. Hier zeigt sich in allem Respekt vor den Vorfahren und eine sorgfältige Haltung gegenüber der Vergangenheit. Im Jahr 2020 wurde auf Initiative von Heinrich Hagelgans in Pozosnowo das Denkmal für Sergei Mironowitsch Kirov, dessen Name noch heute die Kolchose trägt, restauriert und wieder aufgestellt. Gleich an der Einfahrt in das Dorf ist ein Denkmal, der den Deutschen gewidmet ist, die in den 90er Jahren nach Deutschland ausgewandert sind. Es gibt viele Deutsche, die hierher kommen, Fotos machen, manche weinen, manche fühlen sich schlecht. Wir haben sogar eine Bank gemacht, damit sie sitzen können. Sie freuen sich, dass sie nicht vergessen wurden. Sie schufen diese Kolchose, schufen dieses Dorf, aber das Schicksal hat so angeordnet, dass sie gehen mussten. Die Jungen bestanden darauf, über die Grenzen hinauszugehen. Hier begleiten zwei junge Kraniche die Alten. Der Deutsche Nationalkreis ist einzigartig, da hier eine große Anzahl von Deutschen leben, die ihre nationale Kultur und Geschichte bewahren. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Denkmal des hervorragenden Reformators Pjotr Arkadjewitsch Stolypin im Dorf Orlovo, dessen Beitrag zur Entwicklung des Deutschen Nationalkreises von unschätzbarem Wert ist. Das Denkmal wurde 1912 in Erinnerung an den Ministerpräsident Russlands, der persönlich nach Orlovo kam und beim Bau eines Postamtes, eines Krankenhauses und vor allem einer Eisenbahn vom Bahnhof Tatarskaya nach Slavgorod half. Der Endpunkt von Stolypins Aufenthalt in Sibirien war das Dorf Orlovo. Deshalb erschien alles. Die Leute haben aus den Häusern alle handgewebte Läufer genommen, alles was war. Sie legten ihm den Weg, auf dem er in der Kutsche zum Gebäude der Gemeindeverwaltung fuhr. Und das wurde alles in den nationalen Traditionen gemacht, mit nationalen Gerichten. Alle waren in der nationalen Kleidung. Es war ein großes Fest, dass der Mann kam.
denen schließlich deren Gedanken, Ideen, Taten, denen das Land gaben. Aber mit der Ankunft der Sowjetmacht erteilte das Denkmal jedoch ein trauriges Schicksal. Es wurde teilweise zerstört und an einen anderen Ort verlegt. Und erst im Jahr 2005, dank der Bemühungen des im Orlowo geborenen Ivan Becke, wurde das Denkmal restauriert und ins Dorf zurückgebracht. Natürlich haben mir die Leute dabei geholfen. Ich war nicht allein. Hier haben zum Beispiel Offiziere aus Rubzowsk einen Adler aus Aluminium gegossen. Das Denkmal wird gepflegt. Die Leute versammeln sich dort. Ich mag es, dass die Leute leidenschaftliche Stellung nahmen. Sie erinnern sich mit großer Dankbarkeit an diese Zeiten. Dies wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Dörfer des Nationalkreises sind so unterschiedlich und gleichzeitig ähnlich. Die Straßen sind breit, gerade und die Häuser wie nach einer Linie gebaut. Die Zäune sind gerade, die Rasenflächen sind ordentlich beschnitten und die gepflegten Grundstücke sind der Stolz ihrer Besitzer. Das Aussehen der Dörfer des deutschen Kreises unterscheidet sich von den benachbarten Siedlungen. Wir haben etwas, auf das wir stolz sein können. Nehmen wir zum Beispiel Grischkowka, Schumanowka, Halbstadt, Otsosnowo. Straßen werden repariert. Jeder Hof versucht, jedes Jahr Renovierung durchzuführen, um schön auszusehen. Die gepflegten Höfe sind längst zur Markenzeichen des deutschen Nationalkreises geworden. Das zieht neben dem nationalen Kolorit und der Kultur der Russlanddeutschen auch Touristen an. Die Bewohner des Kreises schaffen mit großer Begeisterung Inseln der Landschaftsgestaltung auf ihren Höfen, bauen Blumenbeete, mit ihren eigenen Händen schmücken Häuser mit Holzschnitzereien sowie mit künstlerischen Schmieden. Jährlich werden unter den Bewohnern die Wettbewerbe der beste gepflegte Hof und das beste gepflegte Dorf des deutschen Nationalkreises durchgeführt. Es sind nur noch wenige Ureinwohner von uns übrig. Aber ich glaube, dass alle Menschen, die seit 15 bis 20 Jahren hier leben, seit langem Ureinwohner sind. Aber ich möchte wirklich, dass sie ihre neue Heimat genauso lieben, wie wir sie lieben. Hier sind meine Eltern. Fast alle meine Vorfahren sind hier. Das ist meine Heimat. Hier sind wunderbare Menschen. Ordnung, Disziplin, Verantwortung. Und was mich anzieht, ist eine gute, freundliche Gemeinschaft. Ich bin stolz auf die Deutschen, die den Kreis als auch das Land verherrlicht haben. Nun, diejenigen, die ausgewandert sind, die sich dort nicht integriert haben, kommen zurück und haben keine Angst. Hier ist gut, hier ist es normal zu leben, sogar noch besser als zuvor, als sie abreisten. Ich möchte, dass sie zurückkehren und unsere Arbeit fortsetzen. Denn so sollte es sein. Heute gilt der Deutsche Nationalkreis zu Recht als eines der besten in der Altai-Region. Hier ist die deutsche Herangehensweise sichtbar. Hier herrschen traditionelle deutsche Ordnung und Sauberkeit. Sauberkeit und Ordnung in allem. Sparsamkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Fleiß und gewissenhafte Haltung sind die Grundlage für den Wohlstand der Russlanddeutschen. Hier leben freundliche, offene, gutherzige und gastfreundliche Menschen, die die nationalen Traditionen, die Kultur und die Sprache ihrer Vorfahren sorgfältig bewahren. Eine aufmerksame und respektvolle Haltung gegenüber der Vergangenheit ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und glücklichen Zukunft. In diesem Jubiläumsjahr setzen wir uns neue Ziele und Aufgaben. Wir sehen vor uns neue Perspektiven und wir denken natürlich zusammen mit Ihnen jeden Tag über die Zukunft unseres Kreises, über seine neue Errungenschaften und Erfolge nach und setzen alle Kräfte ein, damit diese Erfolge stattfinden und im Leben umgesetzt werden. Ich möchte jeder Familie Wohlstand, Stabilität, Gesundheit und Erfolg in allen guten Bemühungen wünschen. Ich möchte unserer Heimat, dem Deutschen Nationalkreis, Wohlstand und stabile Entwicklung wünschen. Natürlich Gesundheit, Wohlbefinden, Wohlstand, die Traditionen unserer Vorfahren zu ehren und zu respektieren, seine Heimat lieben, den Ort, an dem du geboren bist, seine kleine Heimat. Ich möchte den Menschen, die hier leben, wünschen, dass sie mit größerem Optimismus in die Zukunft blicken und gleichzeitig ihre Geschichte nicht vergessen, sich darauf anlehnen, Fleiß, Zielstrebigkeit und natürlich eine ausgezeichnete Lehre. Gesund und glücklich sein. Immer Neues und Interessantes erlernen.
Ich möchte das Streben nach dem Besten wünschen, dass die Menschen sich für den Ort, wo sie leben, einsetzen. Das Wichtigste jetzt Gesundheit. Alles Gute, damit unser Kreis weiterhin blüht und uns mit seinen Traditionen erfreut. Den Wohlstand, ein besseres Leben für die Menschen und den Kreis. Alles Gute. Heute kommt schon das Jubiläum an, 30 Jahre dem Landkreis. Natürlich möchte ich wünschen, alles Gute, würde ich sagen, auf Deutsch. Das Region wird 100 Jahre alt, soll er werden. Das ist schön in unserem Region und soll so bleiben und noch besser werden. Herzlichen Glückwunsch!